Hallo und herzlich willkommen hier auf Hahn Spirit mit Daniela Hahn zur Monatsauslage Januar für alle Krebsgeborenen. Wie du sehen kannst, habe ich das große Blatt schon ausgelegt, das deute ich auch gleich für euch und im Anschluss ziehe ich hier am Ende des Videos noch eine Tarotkarte, dass wir auch in diese Energie noch reinschauen. Die verwendeten Karten findest du wie immer unter dem Video, in der Videobeschreibung ebenso alle Hinweise für eine persönliche Beratung bei mir. Ich möchte dich auch noch einladen, dich vielleicht mal auf meinem Kanal umzuschauen, wenn du es noch nicht getan hast, denn die Jahreslegungen für die einzelnen Sternzeichen sind schon fertig, ebenso auch die Kollektivenergien für die einzelnen Monate des neuen Jahres und jetzt folgt dieser Tage noch, wenn die Sternzeichen hier durch sind, noch ein Auswahlorakel für Januar mit den Engelenergien. Also, falls dich's interessiert, abonniere den Kanal und schau dich einfach mal um. Okay, aber genug der Vorrede, wir schauen jetzt beim Krebs rein. Wir haben hier das Jahresthema, das Kernthema und das Kernthema zeigt hier einmal an, ich habe so, das ist immer so die Kombination für Schlaflosigkeit, für intensives Traumleben. Der Krebs ist ja schon ein sensibles Zeichen und ist ja auch dem Wasser zugeordnet. Und wir haben hier ein intensives Traumleben, Verarbeitung über Träume. Manchmal können es auch Albträume sein, aber es hat mit Kreuz auch hier mit Ablösung zu tun. Vielleicht hast du dich schwer getan, für dich und deine Familie oder dein Umfeld Entscheidungen zu treffen, warst vielleicht gezwungen, Entscheidungen zu treffen, warst im letzten Jahr oder in der Vergangenheit vielleicht auch gezwungen, die ein oder andere Trennung oder Verabschiedung von etwas, kann auch die Arbeit sein, es kann in der Familie etwas sein, es kann, dass du dich von irgendetwas anderem hast verabschieden müssen, von einem Traum, von einem Ziel, von etwas, was jetzt nicht mehr möglich ist. Und das alles hat irgendwie schwer auf deinem Inneren, auf deinem Seelenleben gelastet. Vielleicht hat dich auch niemand in deiner Not erkannt oder so ernst genommen. Sieht einfach das Leid nicht sozusagen, also das Umfeld, oder nimmt es nicht so ernst. Und jetzt kommt hier irgendwie eine Auflösung rein ab dem neuen Jahr, wo dich dann auch wieder in kleinen Schritten in deine Sicherheit und Stabilität führt und auch in deine Entscheidungsfähigkeit zurückführt. Also es ist ein starkes Verarbeitungsmonat von solchen Themen, von Dingen, die noch schwer auf deiner Seele lasten, die dir hier, wenn wir ins Haus des Mondes mit der Sense dran reinschauen, die dir die Freude und dein Glück geraubt haben. Aber du machst dich hier auf, du willst dein Glück finden, du willst den Kreis durchbrechen, willst vielleicht auch wieder gesehen werden von außen, geliebt werden, angenommen werden. Wenn du Single bist, kommt vielleicht mehr und mehr das Gefühl zurück, du sehnst dich nach Liebe, nach Familie, nach Häuslichkeit. Da, wo dich Menschen betrogen, belogen, enttäuscht haben, weil hier haben wir die Verstrickungen, vielleicht auch mal eine Lügnerin, jemand, wo unehrlich war, wo du betrogen wurdest. Diese Belastung wird dir vielleicht über die Träume, über dein Traumleben nochmal bewusst. Aber du kommst dann auch wieder in deine Energie zurück, weil es ist ja eine Verarbeitung, die da stattfindet. Also ich will mal so sagen, für die Krebse ist, die ja dem Element Wasser zugeordnet sind, das wie auf hoher See, also wie in so einem Wellenbad, mal oben, mal unten seid ihr im Januar. Und ja, das ist so ein Wechselbad der Gefühle, das geht tief in die Emotionen rein. Wir haben auch im Haus des Schiffs den Fisch drin, der ja auch für das Seeleninnenleben steht, für die Gefühle traditionell. Und die Gefühle fahren halt Achterbahn, ne? Gibt sogar einen Song, glaube ich. Also wenn die Gefühle Achterbahn fahren, die gehen halt hoch und runter. Man kann auch gar nicht so klar kommunizieren, wie man möchte. Vielleicht blockiert man nach außen manches ab oder auch so eine Scheinharmonie, die manche aufrechterhalten wollen. Die blockiert man und dann gehst du in deinen Rückzug. Aber in deinem Rückzug, in deinem Kopf ist hier die Veränderung drin. Also dieser Rückzug bringt eine Veränderung in der Kommunikation.
aber noch nicht, sage ich mal, im Januar, sondern da ist die Verarbeitung dran, also das Durchbringen dessen sozusagen. Und erst danach ist man dann praktisch so innerlich gereinigt, geklärt, weil hier sind die Emotionen, also die Klarheit ist hier noch blockiert. Das findet alles noch nicht so im Januar statt. Also der Krebs geht praktisch in ein Auf und Ab, ein Wechselbad der Gefühle hinein und klärt seine Energie nach und nach im Laufe des Monates, damit dann ja etwas Neues sozusagen entstehen kann. Aber das zieht sich dann wohl. Wir müssten dann in den Februar und so weiter reinschauen, aber das zieht sich dann ja in den nächsten Monat hinein, so würde ich das jetzt mal sagen, ohne das neue Blatt jetzt gesehen zu haben für Februar. Wir haben hier auch Ablösung von Nachrichten, wenn dir jemand nicht geschrieben hat, nicht geantwortet hat, blockiert hat. Vielleicht trennst du dich endgültig von Dingen, wo du sagst, ja, ich spüre, das hat keinen Sinn mehr. Auch wenn es dir schwerfällt und dich vielleicht so ein bisschen in ein inneres Durcheinander wirft. Wir gucken mal in die Tarotkarte hinein. Die Tarotkarte ist schön, da kriegst du den Buben der Münzen und der sagt, ja, es geht um deine eigene Wertigkeit, die eigene Wertigkeit, deinen Wert zu sehen, wertgeschätzt zu werden. Ich habe ja gesagt, dass man das gar nicht so erkannt hat, in was für einer Not du steckst oder dich anders bewertet oder sieht. Und wenn du in deine Wertigkeit wieder reinfindest, über das Wechselbad der Gefühle, wo dich klärt, also so eine energetische Reinigung stattfindet, dann erkennst du auch wieder die Wertigkeit für dich und es ist eine Aufwertung deiner selbst. Also hier passiert ja eine Veränderung. Und das ist mit Störchen hier drin eine langfristige Veränderung, weil im Haus der Störche sitzt der Baum und der steht immer, ja, für langfristige Dinge, die wir benötigen, ja. Okay, also hier ganz interessante Botschaft für die Krebsgeborenen. Ich freue mich über ein Feedback, wenn du geben magst, und wünsche dir einen guten Start ins Jahr 2023. Und wenn es auf und ab geht, erinnere dich daran, dass es zur inneren Reinigung gehört und nur ein kurzweiliger Prozess ist, nichts Dauerhaftes. Also alles Liebe, eure Dani. Tschüss.